links ins Eckloch geht. Ja, where? Django fragt auch. Ja, wohin denn? Eine Wanderecke. An der Zeit sein, dass Efren sich auch hier auf dem Scoreboard verewigt. Zumindest mit dem ersten Spiel. Da streckt er die Zunge raus. Das lief doch ein bisschen glücklich für ihn schon wieder. I'm lucky. Aber dieses eine Mal lucky gönnen wir ihm natürlich gerne. Und wir hoffen, dass er hier das 1:3 macht. Oh, hier. Artistisch vom Efren. Also da kam er offensichtlich hier anders hin und hat sich dann einfach dazu entschieden, so einen kleinen Massierstoß einzubauen. Ganz gut wieder, was man im Normalfall erwarten kann. Dann muss der Earl hier schon um sein Leben auf dem Alpha-Bande spielen. Der kann da... Oh. Wow! Wow! Was für ein Kiss-Shot! Guckt ihr das mal an! Unglaublich! Wir wechseln wieder das Spiel, es wird wieder 10 Ball gespielt. Die meisten von euch im Stream werden das schon kennen. Das Multiball-System, hier ein bisschen verkürzt auf ein Spiel pro Disziplin. Zwei Kopf rechts. Was hat er von vor? Einmal diagonal. Natürlich, aber der kommt. Natürlich kommt er. Was denke ich denn da? Natürlich kommt er. Ja, auch im Weltkrieg kommt jetzt die Nachfrage, wer das sei. Das ist Maximilian Grund an der Seite von Ralf Seke, ein junger Mann aus dem Sächsischen, der an Krebs erkrankt ist. Also wenn wir hier sein, ne? Ich habe vorhin mal kurz ins Navi geguckt, wir fahren ungefähr 5 Stunden, also 450 Kilometer sind es ungefähr. Wir sind da ganz schön unterwegs, dadurch, dass der Stock in Bremen recht kurzfristig noch zugesagt hatte, mussten wir einmal in den Süden, dann wieder zurück in den Norden. Also wir sind gestern von Freiberg in Sachsen, das liegt bei Dresden, angereist. Jetzt sind wir heute hier in Bremen und wie gesagt, morgen geht es dann zurück in den Süden nach Bingen, also sind doch ganz schön unterwegs. Inzwischen haben wir knapp 3000 Kilometer gefahren zusammen. Ja, ist für die beiden mit Sicherheit, auch bei aller Liebe und Freude, die sie noch zum Spiel haben. Sehr, sehr passend, dass an der Stelle auch genau dieser Ball gerade kam.